Es war einmal ein Mädchen, das hieß Anne. Mir kam ja ganz spontan auf Facebook die Idee, dass ich eventuell mal ein Video machen wollte über mein YouTube, quasi meine, die ich abonniert habe oder die ich gerne schaue oder was ich gerne schaue. Und da wollte ich jetzt mal anfangen, weil ich ja immer noch so schön aussehe. Yay! Und da fange ich mal an mit der lieben, vielleicht könnt ihr schon erraten am Intro und am Ton. Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und wer war's? Beziehungsweise wer ist es? Ja, die liebe Natalie. Mit ihr habe ich ein Tauschpäckchen auch gemacht und die ist super, super lieb und super, super sympathisch und ich finde die ganz klasse. Und die sieht immer top gestylt aus im Gegensatz zu mir. Das finde ich ein bisschen unfair, aber sie kann es ja auch. Und sie hat auch sehr schöne Haare, das wollte ich schon die ganze Zeit mal sagen, Natalie. Okay, das soll jetzt kein Schleimvideo sein, nur einfach mal eine Vorstellung, wie ich so YouTube, mein YouTube. Ja, auf jeden Fall ist das die Natalie, die NutBittersweet. Ich verlinke euch natürlich auch alle Kanäle, wenn ich es schaffe, unten in der Infobox. Und die liebe Natalie ist ganz toll und macht immer tolle Videos mit ihrem Sohn Finley. Und ja, auch über Make-up, Schminke. Jetzt gerade ein Catrice and Essence Haul. Ja, die Natalie. Dann machen wir mal schnell weiter. Und zwar... habe und ich habe mir jetzt noch so eine, ja, etwas schickere und meiner Meinung nach interessantere Variante dafür überlegt. Und dafür... ja, die kennt ihr bestimmt auch alle, das ist die Elisa von Alive for Fashion. Und die finde ich ganz klasse, vor allem ihre Do-It-Yourself. Und ihr habt ja gerade gesehen, die wollte da gerade so eine Kette anfangen zu machen. Und die finde ich so richtig geil. Die wollte ich auch mal nachmachen. Vielleicht interessiert es euch ja. Aber die ist auch ganz, ganz toll. Die hat immer tolle Ideen und natürlich auch schon 35.000 Abonnenten, also auch schon ein Profi. Und ja, die gehört zu denen, die natürlich schon professioneller sind und die finde ich auch ganz, ganz klasse. Dann hätten wir natürlich die liebe, jetzt kommt's gleich. Hallo, ich habe ja gesagt, dass ich bei H&M geshoppt habe. Die liebe Anna, ihr habt es bestimmt schon an der Stimme erkannt. Die Banana Pink. Ganz, ganz liebes Persönchen. Und ganz, ganz toll. Und ihr süßer Ben ist auch ganz zuckersüß. Und gehört natürlich dazu. Und ja. Ein Muss in jeder Abonnentenliste bei YouTube, die Banana Pink, die liebe Anna. Ja, die finde ich ganz klasse. Dann haben wir hier natürlich auch mit einem Urgestein, sage ich mal, die liebe Easy. Die Babytime 91. Und sie macht Beauty. Halt zusammen, es gibt heute ein... halt zusammen. die Easy, die macht Kosmetik, Pflege, Baby mit ihrem süßen Mädchenbaby Leona. Ja, auch ein Muss auf jeder Abonnentenliste, die eine Mama ist oder Beauty macht oder keine Ahnung was. Dann haben wir da die Andi, ich weiß den Namen gar nicht so genau, Andi 18, 11, 19, 82, wie kann man sich denn so einen Namen machen übrigens? Ihr seht da, mein Handy spiegelt sich. Ja, die hat jetzt auch neu angefangen und hat 3 Kinder, 2 schon größere und die kleinste ist jetzt die Lotta. Und ja, gucke ich auch ganz gerne, wenn sie ein Video hochlädt und ja.
Natürlich, die großen, die brauche ich euch nicht zu zeigen. Beauty Peachy, Beauty Perle, Hair Tutorial, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Welche großen habe ich noch? Die 007 Morgenstern. Natürlich, Life for Fashion gehört auch dazu. Der Wohnprinz finde ich auch ganz interessant. Der macht so Einrichtungszeug, der Bastian. Ja, die Patricia Page. Und ja, ich habe hier meinen Laptop hinten dran stehen. Und da muss ich immer gucken. Easy Peasy 5, natürlich auch ein Begriff. Die Darum, ganz, ganz groß im Geschäft. Die finde ich richtig, richtig cool. Die sieht gut aus, die kann gut reden. Und die hat schon ein bisschen drauf. Ja, dann machen wir mal weiter mit meinen kleinen Perlen. Mit meinen kleinen Favoriten. Und da ist mir auch ganz sympathisch. Wirklich sehr sympathisch. Und die macht das auch richtig toll. Und die ist auch eine ganz süße. Hallo, ich habe mir heute ein Thema ausgesucht. Und zwar, die redet wie genauso viel wie ich. Schläft. Also das heißt, wie sie einschläft. Also ich glaube, wir werden ein super Team. Und zwar ist das die Maria, die Chick Mami. Chick, das hört sich an wie Chicken. Die Chick Mami ist das. Ich muss gerade schon wieder ein Foto reden. Und die ist mir auch ganz sympathisch. Und die hat schon die Vivian. Ich glaube, die ist 14 Monate und hat jetzt, kriegt jetzt noch einen Hund, muss hoch. Ach, nein, Millie, du kommst doch rüber auch. Oh, ist der eine wieder abgestürzt. Ich drehe hier noch durch. Wir sind hier wirklich im Irrenheim. Das ist unglaublich. Ihr glaubt gar nicht, was ich so zwei Hunde für... Oh, schrecklich. Auf den Schreck musste ich jetzt erstmal ein Stück Schokolade essen. Hier, geile Oreo. Oreo-Milka-Schokolade. Kennt ihr die? Die ist geil. Oh. Ja, ätzend. Auf jeden Fall die Schickmami. Und ja, bekommt jetzt noch ein Mädchen. Ganz tolle Geschichte. Kann super gut erzählen, viel. seid ihr ja von mir gewohnt. Ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Oder ein Abo wert, wenn man so sagen will. Dann haben wir hier aus der Schweiz einen Import. Die Crystal Mami. Die Crystal Mami. Jetzt habe ich natürlich gerade ein Video angemacht, wo nur Musik ist. Da macht sie gerade ihre Morgenroutine mit ihrem Sohn Elias. Dann habe ich hier natürlich noch die Ebusa, die kennt ihr auch alle. Ja. Dann habe ich noch kleines Baby Nummer 5. Natürlich, natürlich, das Urgestein, die Urmutter. Das habe ich schon öfter zu ihr gesagt. Also sie weiß schon, wie es gemeint ist. Sie weiß hoffentlich auch wirklich, dass das überhaupt gar nicht böse gemeint ist. Und zwar ist das die liebe Jessie, die Lady X. Die gehört natürlich auf jede... Da habe ich natürlich gerade das Lauteste angemacht. Emilio spielt gerade Fußball. Italien-Urlaub. Sehr tolle Videos, liebe Jessie. Lieber Giuseppe. Lieber Emilio. Hauptdarsteller. Ja, auf jeden Fall ein Muss für jede Mama. Aber die kennt ihr ja alle schon. Da brauche ich euch ja nichts zu erzählen. Aber auch sie musste ich erwähnen, weil sie auch dazugehört. Dann ganz neu die Lilynia Elfe. Und das ist die Lena und die macht jetzt Videos über Weight Watchers. Die ist auch aus der Schweiz und die hat einen ganz tollen Akzent und die kann super das R rollen und ich kann es überhaupt nicht so. Und ja, ihr zweites ja, Video. Das ist nicht mein Begrüßungsspruch, das ist der Spruch von Anne. Das ist eine YouTube-Mami, die kennt ihr sicher schon alle. Und ich finde sie voll toll, ich finde sie cool. Sie ist einfach eine coole Nudel. Oder wie der Joey vom Dschungelcamp gesagt hat, ein verrückter Stiefel. Sorry, Anne, vielleicht denkst du jetzt, ich sei ein bisschen... Aber ich finde dich einfach lustig. Vor allem dein letztes Video. Oh mein Gott, ich musste mitsingen die ganze Zeit. So cool. Sie meinte, fahrt mit mir eine Runde. Ja.
Auf jeden Fall die Lena, die ist ganz, ganz lieb. Die hat ganz viel bei mir Kommentare geschrieben, bei Facebook und auch bei YouTube. Und macht jetzt Videos über Weight Watchers, weil sie vor 3, 4, 5, 6 Tagen, wann ich auch immer dieses Video hochladen werde, mit Weight Watchers angefangen hat. Und ich habe gesagt, yay, mach das. Auch wenn ich mir gerade Schokolade reindrücke. Habe ich überlegt bei Weight Watchers. Und deswegen finde ich das ganz interessant und die ist auch super sympathisch und auch aus der Schweiz und ganz toller Dialekt. Und ja, dann hätten wir natürlich die Tatjana. Noch jemand Großes, die X-Karinina. Und die Miss Raten, meine Mops-Schwester. Sag ich mal. Der habe ich gratuliert, weil sie ihre Tochter Romy bekommen hat. Vor ein paar Tagen. Und auch super sympathisch, auch Freischnauze und immer gut gelaunt und total lieb und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Meine Lieben! Bisschen dumm, Schwätzer, aber das sind wir ja alle. Erstmal natürlich mein obligatorisches herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Update. Diesmal zur 38. Schwangerschaftswoche. Ja, die Sassi muss natürlich auch dazu gehören. Gucke ich mir sehr gerne an. Not Bittersweet hatten wir, die Nanny Lay. Mit der habe ich ganz, ganz am Anfang auch ein Tauschpaket gemacht. Und so hat es auch angefangen mit ihrem Videodrehen. Also unser Video war das erste Video. Und ja, die wohnt noch nicht mal so weit weg von mir. Und viele fragen uns, wie wir der weltbeste Online-Shop für Street... Die Werbung muss immer so extrem laut sein, das kotzt mich so an. Hallo meine Süßen, heute mache ich mit bei dem Babytag und wir fangen auch gleich an. Das ist sie. Die hat auch der Jessie gratuliert zum Geburtstag in dem Video von der Anna. Und ja, auch eine ganz liebe. Und ja, jetzt muss ich nochmal durchgehen, ob ich auch alle habe, nicht, dass noch jemand böse mit mir ist. 007 Morgenstern, die Stella, die Alive for Fashion, die Andi, Babytime 91, Banana Pink, Beauty Peachy, Beauty Perle, Schick Mami, Crystal Mami, Darum, Eprusa, Emra Hame, keine Ahnung wer das ist, aber der hat coole, so Do-It-Yourself, der hat so eine Wackelpudding-Orange gemacht und da habe ich gedacht, den abonnierst du auch mal. Dann Hair Tutorial, Easy Peasy 5, Italia Bambina 87, Juni Mami, kleines Baby Nummer 5, Lady Excess, Lila Lisa, genau, mit der hab ich eine Mütze geschickt und die hat mir selbstgemachte Badekugeln geschickt und ein bisschen Lipgloss, was sie selbst gemacht hat und da macht sie auch Videos drüber und deswegen könnt ihr da auch gerne mal vorbeigucken, macht auch Hauls von Douglas und Unboxing-Videos von Pinkbox und Wohlfühlbox und macht Muffins und ja, do it yourself und könnt ihr mal vorbeigucken. Ja, habe ich auch ganz frisch abonniert. Wo waren wir? Dann die Lynia Elfe, Mama Amine, auch ganz, ganz eine Süße. Man sieht sie zwar nicht, aber man hört sie und deswegen ist sie super sympathisch mit ihrer Amine und die macht ganz tolle, die bastelt ganz toll. Und ich bin immer neidisch auf ihre Kleidchen und Klemmer und Glitzer und ja, wie das bei türkischen Landsleuten so ist. Ja, das würde auch gut zu mir passen, also Kefali, du weißt, ich meine das nicht böse, was ich dir auch bei Instagram, weil die ist auch bei Instagram und du weißt, ich meine das nicht böse. Ich bin nur neidisch auf deiner Tochter, ihr schönes Kleid und den tollen Haarschmuck und das ganze Glitzer und so weiter. Finde ich alles ganz toll. Ja, das ist die Mamina Amine. Dann hier haben wir die Marcy Will 93. Die ist auch süß. Die hat auch einen kleinen Bub. Und ja, macht viele Videos. Und ist auch mal ein Reinschauer wert, würde ich mal sagen. Dann More Than You ist ja weg.
leider die liebe Lydia, ihr wisst, ich habe mit ihr den Tag zusammen ausgearbeitet, den Baby-Tag, Geburtstag, Geburtstag, glaube ich. Wen willst du mitnehmen, Kreißsaal und so. Das haben wir zusammen erstellt, ja. Und es ist auch eine ganz super Liebe. Ich wünsche ihr alles Gute für ihren Sohn Luca. Und sie, aber sie ist jetzt auch nicht mehr so. Oh mein Gott, Mrs. Alexa, ich habe dich vergessen, aber übersehen. Mrs. Alexa 86, natürlich mit ihrem Marlon, der zuckersüß ist. Und wirklich, wirklich ein ganz, ganz niedlicher kleiner Fratz ist. Und ja, auch Babytipps, Kochen, Kinderwagenvorstellung, Mami-Box-Vorstellung and so on. Also Mrs. Alexa auch natürlich eine Reise wert. Ja, dann die Miss Neumond, von der habe ich auch länger nichts mehr gehört. Ich glaube, ihre Kamera ist kaputt. Dann die Nanny Lane, Nat mit das Lied, liebe Natalie. Rock on Stage ist auch ganz cool. Die hat zur Weihnachtszeit ganz viele Kekse gemacht und sowas. Die Tatjana. Dann der Mondprinz, die X-Karenina. Die habe ich früher schon immer geguckt. Da hatte ich noch gar keinen Kanal, beziehungsweise war ich noch gar nicht bei YouTube angemeldet. Die habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Früher hat es aber mehr so geschminkt. Bei ihr habe ich das auch mit diesem Eyeliner gesehen, mit diesem dickeren wie Audrey Hepburn. Und das finde ich so richtig cool, aber ich kriege es nie hin, das richtig nachzumachen. Also X-Karenina, ganz, ganz toll und eine ganz, ganz hübsche. Und natürlich die XX-Miss-Ratin XX mit ihren zwei Möpsen. Und das waren sie. Das ist mein YouTube. Und natürlich gucke ich auch immer noch bei anderen. Und ich glaube, ich bin wirklich YouTube-süchtig. Und ich freue mich für jedes Kommentar. Und ich bin gerade auf Posteingang gegangen bei mir auf YouTube, weil ich ja süchtig bin. Ich muss sogar bei Videos drehen, bei YouTube gucken. Und, oh, Hund! Oh, fällt er fast vom Stuhl. Da hat mir gerade die Kürzelmami geschrieben, hey, du hast vergessen, Elias bei den Jungs aufzuzählen. Ganz liebe Grüße und ein Grinsesmiley hinten dran. Natürlich, es tut mir leid, Elias ist natürlich auch bei den Jungs dabei. Bei den Glückwünschen, wo ich gesagt habe, dass vorher nur Jungs da waren. Emilio, ich habe aber auch den Marlon vergessen. Also Marlon, der Finley, der Ben, der Noah, der Luca von der Lydia. Ja, ich hoffe, ich vergesse keinen. Aber jetzt Crystal Mami, ich habe es gerade gelesen und jetzt umgesetzt. Du weißt Bescheid. Hund, ihr braucht nicht zu bellen. Die Josephine hat nur gepupst mit ihrem Mund und... Das war's jetzt auch mit dem Dummgelaber. Das ist mein YouTube, nachdem ich süchtig bin. Ich bin süchtig nach euch. Ich bin süchtig nach Kommentaren, nach Daumen hoch und nach ganz, ganz, ganz viel Resonanz. Und ja, vielleicht habe ich euch ein paar genannt, die ihr noch nicht kennt. Ein paar Anregungen und ja, macht's gut!